Hör zu, ich brauche erstmal ein bisschen Abstand zur Clique. Auch wegen meinem Vater. Ben ist tot. 600 PS Bolide hat ihn rausgefordert. Gestern Nacht. Er hat sich überschlagen. Reifen geplatzt. Ben hat gesagt, er muss dich treffen. Was wollte er von dir? Woher soll ich das wissen, Mann? Jetzt lass mich zufrieden. Du bist nicht mehr mein Sohn. Perfekt. Wir haben da ein paar Fragen an Sie. Zum Beispiel, was Sie gemacht haben, als Sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Etwa Ben Wells Reifen zerstochen. Armin hat mit der ganzen Sache nichts zu tun, Mann. Und das wissen Sie woher? Last Sedat, die glauben wir sowieso nicht. Einmal Verbrecher, immer Verbrecher. Ich dachte, Deutschland ist ein Rechtsstaat. Scheiße. Da hätte ich auch in Kabul bleiben können. Lässt man sich in Kabul auch bezahlen, um für jemand anders ins Gefängnis zu gehen? Ich hab keinen Schimmer, wovon Sie reden. Ich rede von den 60.000, die Benjamin Wells in der Tasche hatte, als er starb. Die hat er ihn doch geschuldet dafür, dass sie den Tod von Marie Weber auf sich genommen haben. Das ist gequälte Scheiße. Es gibt einen Augenzeugen, der gesehen hat, wie sie mit Ben den Platz getauscht haben. Plötzlich waren sie der Fahrer und er fein raus. Du hast Geld dafür. Sedat! Ich habe ja nie was bekommen. Ben hat mich verarscht. Du hast dich an ihn verkauft. Wie eine Hure. Und ich dachte, du bist unser Amir, der Leader. Weißt du was? Verpiss dich einfach! Herr Sheikh, ich muss Sie bitten, mitzukommen. Wer hat die Reifen manipuliert? Ich auch nicht. Sie sind vorläufig festgenommen. Beide. Bis wir Klarheit haben.